Hallo und herzlich willkommen. Ich habe hier ein bisschen was vorbereitet, ein paar Blätter. Und zwar möchte ich mit euch heute über Nietzsche und Platon sprechen. Bei Nietzsche und Platon, und zwar wie sie dieses Problem lösen, dass diese Blätter alle unterschiedlich aussehen. So, ja, also was sagt Nietzsche dazu? Das hier sind jetzt alles Blätter, ja? Nietzsche sagt, das ist im Grunde das Problem der Sprache. Unsere Sprache ist immer unterschiedlich. Ich könnte das jetzt ja sogar noch ein bisschen präzisieren und sagen, das hier sind alles Blätter von Rosengewächsen. Wo ist das eine? Habe ich jetzt das verloren? Na, schade. Ich hätte so gern die Brombeere noch gehabt. Egal, dies hier ist die Wildrose, das hier ist die Rose und das hier ist die Erdbeere. Alles Rosengewächse. Das Brombeerblatt scheine ich jetzt unterwegs verloren zu haben. Okay, aber das macht ja nichts. Das Prinzip ist ja klar, wir haben eine ungenaue Sprache. Und selbst wenn wir jetzt sagen würden, dies hier sind beides Erdbeerblätter, damit stellen wir ja die Behauptung auf, dass diese Blätter beide gleich sind. Aber das ist ja nun mal leider nicht wahr. Und wir können ja sehen, dass diese Blätter nicht gleich sind. Und da ist jetzt das Problem in der Sprache. Wenn das jetzt Menschen wären, dann hätten wir ja im Grunde für die Vor- und Nachnamen. Aber weil das Blätter sind, sind wir ungenau und im Grunde genommen vernachlässigen wir die Individualität der Blätter. Und ja, deshalb, wenn wir Blatt sagen, weiß keiner, meinen wir das hier, meinen wir das hier, meinen wir hier das Rhododendronblatt oder meinen wir hier das Blatt vom Einblatt oder meinen wir vielleicht die Wildrose oder die Rose, wir wissen das alles immer nicht. Also sagt Nietzsche, Sprache ist so ungenau, man lügt eigentlich immer, wenn man spricht. Weil wenn man etwas verschweigt, was wichtig ist, und eigentlich ist das ja wichtig, ja, immer wenn man etwas verschweigt, dann lügt man ja auch auf eine gewisse Art und Weise, weil man den Sachverhalt nicht völlig richtig darstellt. Und von daher kann man eigentlich mit unserer Sprache nur lügen. So, was sagt jetzt Platon dazu? So, Platon sagt, ja, das sind alles Blätter, aber Platon geht andersrum. Platon sagt, der Begriff des Blatts ist das Höchste, er nennt das die Idee vom Blatt, und nicht der Begriff ist falsch und ungenau, sondern das, was ich hier in der Hand halte, ist falsch und ungenau. Weil das hier sind im Grunde alles nur Ausformungen des Begriffes Blatt. Aber es gibt die Idee vom Blatt und die Idee vom Blatt ist eigentlich das Entscheidende und die Idee vom Blatt ist perfekt, ist ideal. Und diese sind alles nur unideale Ausformungen der Idee. Schatten erster Ordnung. Wenn ich jetzt dieses Blatt hier fotografiere oder abmale, würde Platon sagen, sind es Schatten zweiter Ordnung, aber so sind es Schatten erster Ordnung. Und die Wahrheit steckt in der Idee des Blatts. Ja gut, wo hier ein kleines Problem ist, ich kann ja hier sagen Blatt und ich kann hier sagen Erdbeerblatt. Da finde ich es bei Platon ein bisschen komisch, ja, wieso kann ich das denn sagen? So, das hier ist jetzt, sind jetzt verschiedene Ausformungen der Idee des Erdbeerblattes und es sind aber auch gleichzeitig Ausformungen der Idee des Blattes. Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, ich favorisiere die Erklärung von Nietzsche, die kommt mir klarer vor, hat vielleicht etwas damit zu tun, dass ich mit Metaphysik nicht so viel anfangen kann
und Platon ein Metaphysiker ist.